Zuallererst herzlich willkommen in Berlin im Customer Experience Center von der Firma Nixdorf, hier bei uns. Mein Name ist Christoph Annemüller. Ich verantworte das AI Product Management innerhalb der Retail-Division von Nixdorf. Und primär kümmern wir uns um KI-Lösungen, die dem Handel Mehrwert bringen. Zuallererst haben wir uns mal angeschaut, wo denn der meiste Bedarf besteht, um vielleicht KI im Selbstbedienungsbereich einzusetzen. Wichtig ist im Selbstbedienungsbereich, dass dort ein reibungsloser Ablauf existiert für die Konsumenten, denn jede Unterbrechung, sogenannte Intervention, führt zu Frust beim Kunden. Und wenn man sich mal vor Augen führt, dass circa jede vierte Transaktion dazu noch einen altersbeschränkten Artikel innerhalb des Shopping-Cards hat, ja, dann liegt es nahe, dass genau da Verbesserungspotenzial herrscht. Einerseits für die Konsumenten, andererseits für die Mitarbeiter. Und genau da setzen wir mit unserer Technologie Dynamic Smart Vision Age Verification an. Mit dieser Technologie garantieren wir den Konsumenten einen reibungslosen und sehr einfachen Ablauf, wenn altersbeschränkte Artikel gekauft werden. Und andererseits garantieren wir oder sorgen dafür, dass die Mitarbeiter weniger Intervention haben, um manuelle Prüfungen durchzuführen, denn es ist für die Mitarbeiter einfach eine ziemlich große Hürde, Konsumenten oder Konsumentinnen nach ihrem Ausweis zu fragen oder das Alter zu prüfen. Das ist eine unangenehme Aufgabe. Und mit dieser Lösung, da setzen wir genau an, um diese Intervention und diesen Frust zu minimieren. Der Algorithmus unterstützt, wie gesagt, sowohl die Customer Experience als auch die Employee Experience. Im laufenden Betrieb wird für diese Technologie lediglich ein Bild vom Gesicht des Shoppers benötigt, so ein sogenanntes Selfie. Keine weiteren Daten werden benötigt. Das ist ein absolut anonymer Service, der keinerlei Registrierung oder dergleichen verlangt. Und ganz wichtig, nach der Analyse der Gesichtsmerkmale wird das Foto sofort wieder gelöscht. An sich gibt es keine große Herausforderung bei der Verwendung der Daten, denn die Lösung an sich folgt dem DSGVO-Prinzip Privacy by Design. Da nur ein Selfie, ein absolut anonymes Selfie vom Konsumenten oder Konsumentin aufgenommen wird, kann keinerlei Rückschlüsse auf eine Person gezogen werden, denn wir identifizieren mit der Lösung keinerlei Menschen. Das ist ja im Grunde genommen ein Cloud-Service. Ja, lokal wird ein Bild, das Selfie von dem Konsumenten oder der Konsumentin aufgenommen, wird entsprechend lokal verschlüsselt, ja, sodass auch kein anderer rankommt oder auch wieder das zusammensetzen kann. Das wird dann verschlüsselt an die Cloud, das Modell in der Cloud geschickt. Der Algorithmus bzw. das Modell analysiert dann dieses Bild und schickt dann entsprechend ein geschätztes Alter zurück. Aus Händlersicht gibt es ja im Grunde genommen eine kritische Altersklasse der Minderjährigen zwischen 13 und 17. Mit unserer Technologie müssen wir garantieren, dass genau diese kritische Altersklasse nicht unberechtigt altersbeschränkte Artikel erwirbt. Aus diesem Grunde, um genau diese kritische Altersklasse nicht durchrutschen zu lassen, ja, setzen wir unsere aktuelle Altersschwelle innerhalb des Systems auf 25. Was heißt denn da jetzt eine Altersschwelle auf 25 setzen? Im Grunde genommen heißt es, dass Personen oder Konsumenten, Konsumentinnen, die unter diesen Schwellenwert geschätzt werden, trotzdem eine manuelle Prüfung benötigen des Alters. Ist der Konsument oder die Konsumentin über diesem Schwellwert von 25, muss keine manuelle Prüfung mehr durch das Marktpersonal erfolgen. Neben der guten Genauigkeit des Algorithmus und der sehr guten True-Positive-Rate der kritischen Altersklasse haben wir noch andere Sicherheitsmerkmale in unserer Lösung Dynamic Smart Vision Age Verification eingebaut. Unter anderem ist das eine sogenannte Anti-Spoofing-Technologie, die einerseits schaut, ob die Person tatsächlich echt ist, die davor steht, was wiederum heißt, dass ich als Konsument, Konsumentin kein Bild vorhalten kann, kein ausgedrucktes Bild. Ich kann auch kein Bild aus dem Smartphone davor halten. Andererseits heißt es auch, dass ich keine zweite Person ins Bild ziehen kann, damit dann diese Person abgeschätzt wird vom Alter her. Zusätzlich zu den Sicherheitsfeatures der Genauigkeit des Algorithmus stellen auch Brillen kein Problem dar für den Algorithmus. Hüte stellen auch kein Problem dar und auch Gesichtsmasken stellen kein Problem dar. Das heißt, dass Konsumenten, Konsumentinnen
weder ihre Brille ablegen müssen, um diese Lösung zu benutzen, noch ihren Hut absetzen müssen oder die Maske absetzen müssen. Die Lösung funktioniert auch so. Basis ist hier der große Datensatz an Trainingsdaten, den wir gesammelt haben, um diesen Algorithmus auch Personen mit Brillen, Hüten, Gesichtsmasken bekannt zu machen. Es ist natürlich ein großer Aufwand, das ist auch mit jetzt knapp 600 Millionen Datensätzen nicht von heute auf morgen gemacht, so ein Modell zu erstellen. Denn wie was essentiell wichtig ist bei KI ist, sind halt Daten. Und diese Daten sind über mehrere Jahre jetzt tatsächlich gewachsen. Und ja, das Modell wird stetig Woche für Woche, Monat für Monat entsprechend auch verbessert mit neuen Daten, Trainingsdaten gefüttert und um immer besser zu werden. Also im laufenden Betrieb findet erstmal keine Datenmodellierung statt. Da, wie angemerkt, das ein absolut anonymer Service ist und mit reinem Bild können wir keine Datenmodellierung zuverlässige Datenmodellierung durchführen. Was sehr wohl passiert, ist parallel, dass die AI oder das Modell, welches sich in der Cloud befindet, stetig mit neuen Trainingsdaten verbessert wird. Im Moment sind es knapp 600 Millionen Trainingssätze, also Bilder von freiwilligen Testpersonen, die A, ihr Einverständnis gegeben haben und B, verschiedene Geschlechter abdecken, verschiedene Altersklassen von 6 bis 70 derzeit, verschiedene Hauttypen nach der Fitzpatrick-Skala und auch verschiedene kulturelle Herkünfte. Die freiwillige Testperson muss erstmal 1, 2, 3 Selfies machen aus verschiedenen Positionen. Entsprechend das Alter ist ja der Testperson bekannt. Das Bild wird dann sozusagen in die einzelnen Pixel zerlegt, mit numerischen Werten versehen, damit das neuronale Netzwerk durch das maschinelle Learning überhaupt damit umgehen kann, mit diesen Bildern. Der Algorithmus entsprechend analysiert genau dieses Bild anhand von bekannten Merkmalen, die derzeit in dem Modell herrschen, gleicht das ab, ist ein iterativer Prozess und irgendwann kommt dann ein geschätztes Alter von dem Modell heraus und dann wird entsprechend automatisch abgeprüft das geschätzte Alter und das tatsächliche Alter. So, und wenn das noch zu weit auseinander liegt, dann findet dieser Prozess nochmal statt und so nähert sich sozusagen das geschätzte Alter immer näher dem echten Alter. Ja, die ausgeklügelten Algorithmen von Vynamic Smart Vision Age Verification basieren auf einem neuronalen Netz, welches durch Deep Learning, was ein Teilaspekt vom maschinellen Lernen ist, analysiert werden. Diese KI wird ja heute schon in vielen Bereichen eingesetzt, wie unter anderem autonomes Fahren, in medizinischen Lösungen, aber auch in unserer Obst- und Gemüseerkennung, ja, setzen wir neuronale Netze ein. Ich vergleiche unsere Technologie immer wieder gerne mit uns Menschen. Wir Menschen lernen über unsere Lebenszeit, viele Menschen kennen, viele andere Menschen lernen damit die Gesichtszüge von anderen Menschen kennen, die Falten etc. Und im Bestfall kennen wir auch das Alter von unserem Gegenüber. Und wenn wir dann zum bestimmten Zeitpunkt eine unbekannte Person treffen, versuchen wir Menschen ja auch abzuschätzen, wie alt ist diese Person. Und diese Abschätzung wird über den Zeitraum immer besser. Und genauso lernt auch die KI hinter unserer Lösung. Dynamic Smart Vision Age Verification basiert derzeit auf mehr als 600 Millionen trainierten Datensätzen. Und durch diese Anzahl der Datensätze hat der Algorithmus mittlerweile über all diese Kategorien eine Genauigkeit von 2,9 Jahre. Der Mensch im Gegenteil, ja, der hat, wenn wir eine Person abschätzen wollen, die zwischen 16 und 70 Jahre alt ist, liegen wir Menschen derzeit, so nach einer Studie, 7,4 Jahre daneben. Und bei diesem Vergleich sieht man, dass die Abweichung oder die Standardabweichung des Algorithmus sehr viel geringer ist als bei uns Menschen. Die derzeitige True Positive Rate genau dieser kritischen Altersklasse der 13- bis 17-Jährigen beträgt 99,93%, dass niemand in dieser Altersklasse über 25 geschätzt wird. Und genau diese Faktoren wie Genauigkeit des Algorithmus, wie gesagt, über alle Altersklassen 2,9 Jahre und über alle Geschlechter. Und diese True Positive Rate dieser sogenannten kritischen Altersklasse geben den Behörden und Regulatoren weltweit in verschiedensten Ländern wirklich die Sicherheit, dass niemand in dieser Altersklasse mit unserer Technologie altersbeschränkte Artikel erwerben kann.
als wir Vynamic Smart Vision Age Verification entwickelt haben, die Lösung, es war für uns die Skalierbarkeit und das Deployment im absoluten Fokus. Ja, denn wir wissen, die Schwierigkeit, KI zu skalieren, ist nicht so einfach. Und deshalb liegt dieser Service in der Cloud. Lokal, offline wird ein Foto aufgenommen, das wird verschlüsselt, in diese Cloud geschickt, die permanent weiterlernt durch neue Datensätze. Daher hat die Selbstbedienungskasse im Laden immer Zugriff auf das aktuellste Modell aufgrund der API-Calls, die da nur passieren. Lokal liegt kein Algorithmus, kein Modell. Und von daher ist die Lösung einmal auf der Selbstbedienungskasse installiert, relativ schnell skalierbar auf mehr Kassen, mehr Stores über die ganze Estate des Einzelhändlers. Das Deployment und die Skalierbarkeit von KI-Lösungen ist unheimlich wichtig. Was uns aber auch sehr wichtig ist, ist einerseits die Erhöhung der sogenannten Customer Experience, auf der anderen Seite Erhöhung der Employee Experience. Bei Dynamic Smart Vision sind wir in der Lage, die Intervention um bis zu 80% zu reduzieren. Das heißt, die Last für Mitarbeiter, Konsumenten, Konsumentinnen, manuell zu überprüfen, nach einem Ausweis zu fragen, nehmen wir mit dieser Lösung ab. Auf der anderen Seite, die Erhöhung der Customer Experience erreichen wir, indem unsere Lösung nur noch maximal 10 Sekunden benötigt, um das Alter eines Konsumenten abzuschätzen. Zum ersten Schritt scannt der Kunde, wie heute auch, seinen altersbeschränkten Artikel an der Selbstbedienungskasse, stellt ihn dann ab. Währenddessen öffnet sich in der grafischen Oberfläche ein neues Feld, wo der Kunde dann im zweiten Schritt aktiv bestätigen muss, dass ein Bild von ihm aufgenommen wird, was dann entsprechend im dritten Schritt dann analysiert wird. Es wird, wenn die Analyse erfolgreich ist, wird der altersbeschränkte Artikel entsprechend dem Warenkorb hinzugefügt. Und dann kann er im vierten Schritt ohne weitere manuelle Prüfung durch das Marktpersonal seinen Einkauf bezahlen und den Markt verlassen.